Ich bin Antonia Keile, ich bin die Teamleitung für die Vorbereitungskurse im Bereich Reha und Bildungsgutschein und die organisiere ich und führe die auch mit durch. Was ist die Funktion des BFW Kölns? Das Berufsförderungswerk Köln ist eigentlich dazu da, um Menschen auf ihrem Weg in Arbeit zu begleiten, Menschen, die vielleicht auch besondere Bedürfnisse haben. Wie lange dauert in der Regel eine Umschulung mit beruflicher Reha und Bildungsgutschein im BFW Köln? Also eine Umschulung, eine reine Ausbildung und Qualifizierung hier dauert so circa 2 Jahre. Es kommt aber darauf an, manche Menschen benötigen oder wünschen auch einen Vorbereitungskurs, dann kann das bis zu 2,5 Jahre dauern. Was haben unsere Teilnehmerinnen für eine Abschlussquote und wie ist das bezüglich Arbeitsmarkt nach der Zeit? Also wir haben hier eine Abschlussquote bei den Erstprüfungen von über 96% und Vermittlungsquote ist in einem ähnlichen Bereich. Wir haben nämlich abgesehen von der Qualifizierung auch ein Extra-Team, das Menschen in die Arbeit begleitet und mit ihnen Bewerbungstraining und Coaching durchführt. Das heißt, wir sorgen dafür, dass sie einen fließenden Übergang haben von Ausbildungsabschluss und Integration in Arbeit.